Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Dankeschön für die Einladung, Inge und Adolf. Schaubergertechnik, Natur, Kapieren und Kopieren ist mir als Thema gegeben worden. Wir schauen in die Natur, wir schauen in die Technik. Wir sehen, dass wir überall mit Phänomenen der Spirale und des Wirbels zu tun haben. Überall, der Wirbel. In der Geometrie, in der Kunst, Fraktale. Wirbel in der Technik, gewünscht oder auch nicht. Wirbel in der Natur. Und Viktor Schauberger sagt, nur die Natur kann und darf unsere Lehrmeisterin sein. Ja, also, das eine ist hier die Natur, hier ist nach Viktor Schauberger ein Spiralrohr, die Innenansicht. Viktor Schauberger, vielen von Ihnen bekannt, mein Großvater, 1885 geboren, 1958 gestorben, aufgewachsen im Böhmerwald, an der Grenze zwischen Bayern, Oberösterreich und Tschechien, Böhmerwald eben, und gestorben in Linz, zwischendurch als Förster arbeitend, zwischendurch als Erfinder in Wien, in Salzburg und auch in Linz. Er hat da einige Erfindungen gemacht, darauf werden wir auch noch kurz zu sprechen kommen, aber ich möchte einen Schwerpunkt legen auf Walter Schauberger, meinen Vater, wie man aus dem Datum oder beiden Daten unschwer erkennen kann. Walter Schauberger vor 100 Jahren geboren, vor 80 Jahren gestorben. Zunächst aber zu Viktor Schauberger. Also nach seiner Ausbildung war er als Vorschulabsolvent bei dem Fürsten Schaumburg-Lippe in Steierling tätig und hat dort die Fürstin überzeugen können, dass seine Art der Holzbringung eine viel effizientere sei, und sie hat ein gutes Wort beim Fürsten eingelegt. Siehe da, die Holzbringung war viel günstiger in Rinnen, die rund waren, nicht eckige Kästen, diese Schwemmanlagen. Dadurch hat er das Wasser optimal ausnutzen können, und dann hat er auch noch erkannt, wie er eine Schlange beobachtet hat, die mit dem Kopf oben durch das Wasser schwimmt, dass er, wenn er das Wasser in diesen Rinnen in Spiralform bringt, einrollend bringt, dann wird das Holz gezogen und nicht geschoben. Und das waren die ersten Erkenntnisse, dass es um das Einrollen geht und um Sog in der Natur. Hier sehen wir diese Anlage. Zunächst einmal wurde das Holz gesammelt, dann über solche Schwemmanlagen hinuntertransportiert, und das ist dann der Lagerplatz. Dank Viktor Schauberger wurden also viele Festmeter Holz aus den Alpen heraus transportiert, was ihm natürlich dann später mal wirklich zum Nachdenken gebracht hat, dass er eigentlich mitgeholfen hat, die Wälder abzuholzen, und hat sich dann gewandelt und hat gesagt, wir müssen gegen Kahlschlag auftreten. Er hat auch als Wasserforscher sich betätigt, und hier sehen wir ihn mit Apparaturen, wo er mit Kapillarröhrchen etc. hantiert. Er hat dann in der Beschäftigung mit dem Wasser und mit dem Beobachten des ganzen Wasserkreislaufs um 1935 eine Apparatur erfunden und zum Patent angemeldet, auch das Patent erhalten. Apparat zur Herstellung von Quellwasserähnlichem Trinkwasser. Also Wasser dringt ein, regnet, dringt ein in den Boden, wird gereinigt, steigt auf im Berg, nimmt Mineralien auf und kommt oben als ganz kalte Quelle wieder zum Vorschein. Das hat er hier nachgeahmt und soll ein wirklich hervorragendes Wasser damit produziert haben. Er hat aus der Beobachtung bei seinen Schwemmanlagen auch bemerkt, dass die Flüsse vollkommen falsch verbaut werden, nämlich hier mit Steinmauern oder später auch mit Zementmauern, und dass das Wasser, er hat es hier so schön braun gezeichnet, also nicht lebendig ist. Hingegen, wenn der Wasserlauf noch natürlich ist, wenn das Wasser meandern kann, wenn es sich einrollen kann, dann nimmt es Energie auf oder produziert sich eigentlich seine Energie selbst und gibt sie dann bei der Furt wieder ab als sogenannter Flussgenerator oder Kurvengenerator, wie er es genannt hat. Auf unserer DVD, ein paar Exemplare habe ich hier, erzählt Olof Alexandersson, der schwedische Forscher, darüber, dass er an einem Fluss ein Kabel verlegt hat, Ampermeter dazwischen, und siehe da, es hat einen regelmäßigen Ausschlag gegeben. Einfach nur, dass das Kabel an einem natürlichen Fluss gelegen ist. Und dann hat er dasselbe bei einem begradigten Fluss gemacht und da hat er gesagt, das war ein toter Fluss. Kein Ausschlag mehr, keine Generation mehr, also kein Generieren mehr von Energie.